Ja, also ich muss damit sensibel umgehen mit dem Mikrofon, das ist richtig, aber wir haben ja auch ein sensibles Thema. Ich begrüße Sie recht herzlich und darf mich für die Einladung bedanken. Würde schon sagen, ganz schön mutig, zweiten Juristen jetzt schon innerhalb kürzester Zeit hier vorne beim Informatikerkongress. Aber ich hoffe, es wird keine Überdosis, der Sie sich nun aussetzen müssen oder der Sie vielleicht auch leiden werden. Hier wurde eben optimistisch von Constanze vorgetragen, was sie so erwartet, auch von meinen Kollegen am Europäischen Menschengerichtshof. Das Thema meines Referats ist ja überhaupt nicht erwartungsfroh, nicht? Also vom Elend der parlamentarischen Kontrolle. Und ich könnte mir vorstellen, dass viele von Ihnen, die sich mit diesem Thema nie richtig befasst haben, aber die eine Ahnung und eine Einschätzung von diesem Thema haben, dass Sie da mit mir übereinstimmen würden. Und das didaktische Ziel, das ich hier heute verfolge, ist, aus Ihrer bloßen Ahnung eine Gewissheit zu machen. Also ich möchte, dass Sie, wenn Sie heute hier nach Hause gehen, die Gewissheit haben, diese parlamentarische Kontrolle ist ein Placebo. Wenn man sie möglichst ineffektiv institutionalisieren würde, müsste man sie so institutionalisieren, wie sie zurzeit geschieht. Diese Worte habe ich ungefähr 2, 3 Monate, nachdem ich in diesem Gremium war, in einem Spiegel-Interview formuliert. Da habe ich gesagt, das ist wirklich ein Witz, diese parlamentarische Kontrolle. Nun werden Sie fragen, wie kommt jemand, wenn er schon so früh und so schnell zu einer solchen Erkenntnis kommt, überhaupt dazu, so lange dabei zu bleiben? Daran können Sie schon erkennen, dass ich optimistisch gesonnen bin. Und dieser Optimismus, der schlägt sich natürlich auch darin nieder, und ich bin ein großer Freund von Ernst Bloch, dass das Prinzip Hoffnung mich trägt. Und Snowden ist ein Hoffnungsträger, weil er etwas geschafft hat, an dem ich mich 7 Jahre lang intern abgemüht habe, nämlich für dieses Thema überhaupt ein Bewusstsein zu schaffen. Und zwar nicht nur unter den Kollegen in der Politik, sondern noch sehr viel stärker unter meinen juristischen Kollegen. Und ich kann mich erinnern, ich habe 2009 einen Aufsatz in der FAZ veröffentlicht, wo ich mich genau mit dieser Auslandsaufklärung auseinandergesetzt habe. Und das, was Herr Professor Becker hier heute gesagt hat, was in der Community der Verfassungsrechtler heute mehr oder weniger Konsens sind, das galt damals als abenteuerlich. Also das war etwas, was die Juristinnen und Juristen natürlich, insbesondere die des BND und der Geheimdienste, also als völlig abwegig bezeichnet haben. Obwohl jeder juristische Diskurs in einem Podium, da bin ich ganz sicher, hätte ich bei Studenten ab zweiten und dritten Semester gewonnen. Weil die Argumentation juristisch so eindeutig ist, dass man sich wundert, dass das bisher niemand thematisiert hat. Und ich möchte deswegen, bevor ich Ihnen also dieses Elend darlege und dann natürlich gleichzeitig sage, wie könnte man diesem Elend etwas ändern, möchte ich vielleicht doch nochmal beschreiben, eigentlich, was für ein verfassungsrechtlicher Kontext es ist, unter dem sich eigentlich Überwachung abspielt. Und die Schriftsteller, die Tausend aus aller Welt, 5 Nobelpreisträger, die im Dezember letzten Jahres einen Aufruf veröffentlicht haben, haben in diesem Aufruf 2 Kernsätze formuliert. Ein Mensch unter Beobachtung ist niemals frei. Und eine Gesellschaft unter ständiger Beobachtung ist niemals eine Demokratie. Das sind beides die Kernsätze, um die es eigentlich geht. Und wenn ich das jetzt verfassungsrechtlich übersetze, dann geht es im Kern eigentlich um Artikel 1 unseres Grundgesetzes. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Ursprünglich, als die Mütter und Väter des Grundgesetzes über ein neues Grundgesetz nach dem Dritten Reich diskutiert und gestritten haben, gab es eigentlich für den ersten Artikel, also für die wichtigste Vorschrift, das ist also auch eine Wertung, die Reihenfolge der Artikel, gab es eigentlich den Vorschlag, der Staat ist für den Menschen da und nicht der Mensch für den Staat. Und genau darum geht es. Man hat diese Formulierung nachher verworfen, weil die zu umständlich erschien und hat das dann in die Formulierung gekleidet, die Würde des Menschen ist unantastbar. Aber der Grundgedanke, der sich daraus ergibt, ist, das Individuum, der Mensch, ist praktisch das Zentrum allen staatlichen Handels und nicht der Staat. Das ist eigentlich der Ausgangspunkt. Und unsere Grundrechte sind, wenn man sie sich
in ihrer institutionellen Funktion vor Augen führt, Abwehrrechte gegen einen unvernünftigen Staat. Die Grundrechte sind also praktisch institutionalisiertes Misstrauen gegen Machtmissbrauch durch den Staat. Das ist eigentlich der Sinn und der Zweck der Grundrechte. Wir bräuchten keine Grundrechte, wenn wir dieses Vertrauen hätten. Und wer heute bei der Vorratsdatenspeicherung den umgekehrten Vorrang sieht, wo nämlich der Staat gegen seine Bürger das Misstrauen institutionalisiert, indem Daten auf Vorrat ohne konkreten Anlass gesammelt werden, der kehrt das Grundgesetz und gerade an dieser zentralen Stelle ins Gegenteil um. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir uns das immer wieder vor Augen führen, dass wir das auch selbstbewusst in die politische und gesellschaftliche Diskussion tragen. Der Mensch steht im Mittelpunkt und nicht der Staat. Und der Mensch, das bedeutet, ihm die Würde ist unantastbar. Und das ist das, ich sag mal, das eigentlich Großartige an diesem Artikel 1, dass er nicht nur ein Abwehrrecht darstellt gegen einen unvernünftigen Staat, sondern dass er auch aktiv Dinge vom Staat fordern kann. Also ich kann mich gut erinnern, dass vor dem Jahre 2010 die Frage, dass eine menschenwürdige Existenz abverlangt werden kann im Sinne eines Grundrechts, dieses Grundrecht nicht existierte, sondern es gab nur eine allgemeine staatliche Schutzverpflichtung. Aber es gab kein im Grunde genommen durchsetzbares Recht. Und mit der Hartz-IV-Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts 2010 hat man im Grunde genommen dieses soziale Grundrecht, wenn auch nur aus meiner Sicht bedauerlich, als Verfahrensgrundrecht eben installiert. Das heißt, dieser Grundsatz, die Würde des Menschen ist unantastbar, ist praktisch das zentrale Glaubensbekenntnis unserer Verfassung. Und die Mütter und Väter des Grundgesetzes waren so misstrauisch gegen ihre Nachfahren, dass sie im Grundgesetz eine Bestimmung formuliert haben, die im Deutschen Bundestag weitgehend unbekannt war und die ich immer wieder so, wie der alte Cicero, im Übrigen bin ich der Meinung, immer wieder ins Bewusstsein versucht habe zu rücken. Das ist der Artikel 79 Absatz 3 in diesem Artikel. Wir nennen das unter den Juristen die Ewigkeitsklausel. Sind bestimmte Grundsätze unserer Verfassung für unantastbar erklärt worden, auch gegenüber dem Parlament. Das Parlament kann bestimmte Dinge nicht ändern. Also es ist praktisch dort entmündigt in diesem Bereich. Und zu diesen Grundsätzen gehört eben auch der Artikel 1. Der Artikel 1 ist nicht abschaffbar, es sei denn, es wird das Grundgesetz insgesamt abgeschafft. Das muss man sich so vor Augen führen. Und deswegen ist es so wichtig, sich auf diese Grundlage zu besinnen, wenn man jetzt im Einzelnen das Thema Überwachung, und jetzt komme ich dann wieder auf die Formulierung der Schriftsteller, vor Augen führt, der Einzelne ist nicht frei, wenn er beobachtet wird, und eine Gesellschaft unter ständiger Beobachtung ist keine Demokratie. Darum geht es im Kern. Und wenn ich jetzt inhaltlich versuche, etwas zur parlamentarischen Kontrolle zu sagen, dann ist ein zweiter Gesichtspunkt ausgesprochen wichtig. Und da bin ich eigentlich ganz begeistert von dem Referat von Herrn Professor Becker. Ich hatte gestern Abend schon Gelegenheit, im Rahmen eines anderen Veranstaltungsrahmens ihn auch dort zu erleben. Ich freue mich, dass es eben Kollegen gibt, Juristen, auch gerade aus der Rechtswissenschaft, die jetzt nicht mit den praktischen Erfahrungen, die ich habe, das hat er ja vorhin eingeräumt, trotzdem zu den gleichen Ergebnissen kommen, weil sie sich nur den Gesetzestext angucken. Und ich kann Ihnen sagen, ich bin ja jetzt 66 Jahre, also mein Berufsleben als Richter ist abgeschlossen, aber ich habe vom Amtsrichter bis zum BGH-Richter alles durchlaufen, auch alle, sagen wir, Rechtsgebiete. Ich habe am Bundesgerichtshof Anwaltshaftung gemacht. Das bedeutet, alle Rechtsgebiete, auch der anderen Rechtswege, waren Gegenstand, also im Grunde genommen meiner juristischen Bearbeitung. Aber in meinem ganzen juristischen Leben habe ich nie Gesetze gelesen, die so unlesbar sind. Und ich habe noch nie Gesetze gelesen, bei denen erkennbar ist, dass die Lobbyisten, die hinter den Gesetzen stehen, dem Gesetzgeber unmittelbar die Hand geführt haben. Außer beim Bergrecht. Nicht? Beim Bergrecht haben wir eine ähnliche lobbyistische Grundhaltung, die also eins zu eins durchgeschlagen hat. Aber das Bergrecht ist wenigstens noch intellektuell, juristisch verständlich. Diese Gesetze, ich habe das mal so mitgebracht, das sind 251 Seiten, das ist im Grunde genommen so das Kompendium, das wir im Parlamentarischen Kontrollgremium von der Verwaltung des Bundestages zur Verfügung gestellt bekommen haben. Das ist nicht lesbar und nicht verständlich. Und aus dem Rechtsstaatsprinzip gibt es eine
ganze Reihe von Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts, wo die sagen, zum Rechtsstaatsprinzip gehört auch der Grundsatz der Normenklarheit. Also Normen müssen klar sein. Und Professor Becker hat gestern Abend auch eingeräumt, also er, das haben Sie ja heute festgestellt, ist sicherlich ein juristischer und intellektueller Hochflieger. Auch er hatte Probleme, das überhaupt alles erstmal zu verstehen. Er hat das aber heute hier wunderbar dargelegt. Und ich sage Ihnen, ich kann Ihnen garantieren, kein Abgeordneter im Deutschen Bundestag und kein Abgeordneter, insbesondere im Parlamentarischen Kontrollgremium, hat sich jemals so damit auseinandergesetzt und hat auch nur eine entfernte Ahnung von dem, was er Ihnen heute vorgetragen hat. Und wenn ich mal gleich eine Utopie mir vorstellen würde, jetzt ganz spontan, dann würde ich sagen, dieser Vortrag von Herrn Becker, der müsste jedem Bundestagsabgeordneten mindestens dreimal die Woche vorgetragen werden. Warum dreimal die Woche? Weil das Prinzip der Pädagogik auf Wiederholung beruht. Und man müsste natürlich auch, weil Abgeordnete sehr abgeklärte Wesen sind, müsste man natürlich ein Sanktionssystem einführen. Und ich finde, da kann man bei Hartz IV eigentlich gut anknüpfen. Also, wer sich das nicht anhört, kriegt 10% Diätenbewegung, Absenkung. Wer das sich dreimal nicht anhört, 50%. Nicht? Und so weiter. Also das wäre schon ein Modell, eine Utopie, das räume ich ein. Aber ich bin ganz sicher, dass das helfen würde. Denn meine Erfahrung in diesem Gremium war, das liegt natürlich auch an meiner Sozialisation, ich bin als Richter sozialisiert und nicht als Politiker hospitalisiert. Und deswegen ist es natürlich so, und dann komme ich eigentlich zum dritten maßgeblichen Punkt, warum haben wir überhaupt eine parlamentarische Kontrolle? Kann man sagen, es gehört natürlich zu den Grundaufgaben, ergibt sich aus dem Gewaltenteilungsgrundsatz, dass natürlich das Parlament die Regierung kontrolliert. Aber es gibt hier einen weiteren zusätzlichen Gesichtspunkt. Weil das hier angeblich alles geheim ist, ist es so, das wird eben deutlich beim Fernmeldegeheimnis, dass wir da die G10-Kommission haben, hat man gesagt, also hier schließen wir etwas aus, was eigentlich sonst vom Grundgesetz jedem Bürger garantiert ist, nämlich der Anspruch auf effiziente Gerichtskontrolle. Das Parlament nimmt hier eigentlich die Kontrolle der Gerichte wahr, substituiert sie praktisch, obwohl eigentlich sonst jeder Eingriff der öffentlichen Hand eigentlich der Gerichtskontrolle unterliegt. Und bei dem G10-Gesetz, also wenn es ums Fernmeldegeheimnis, das Postgeheimnis geht, ist das offenkundig, so steht es auch im Grundgesetz drin, dass praktisch dann die G10-Kommission diese justizersetzende Wirkung hat. Beim Parlamentarischen Kontrollgremium galt das allgemein so, ohne dass das ausdrücklich im Grundgesetz einen Ausdruck gefunden hat. Immerhin haben wir jetzt eine Änderung der Gesetzeslage vorgenommen. Es gibt jetzt also auch im Grundgesetz ausdrücklich einen Artikel, der sich mit der parlamentarischen Kontrolle beschäftigt, aber sehr knapp. Es heißt nur, eine solche findet statt. Aber immerhin hat die parlamentarische Kontrolle demnach jetzt durch den Gesetzgeber formuliert, anerkannt, Verfassungsrang. Also, und dann muss sie auch effizient sein. Und ich werde dann im Einzelnen jetzt darlegen, warum sie nicht effizient ist. Und wer sich mit parlamentarischer Kontrolle auseinandersetzt und wer diese Gesetze liest, dem fällt nicht nur auf, dass sie also gegen den Grundsatz der Normenklarheit eindeutig verstoßen. Aber keiner liest sie, weil sie eben nicht lesbar sind. Deswegen fällt das bei einigen auf, aber sie sagen dann meist halt, so sind sie die Juristen. Und die Juristen, die es lesen, glauben irgendwann, sie haben also Blackout, weil sie das irgendwie alles nicht verstehen. Das ist ja auch dann eine Erkenntnis, in der mich gestern Professor Becker auch nochmal bestätigt hat. Eigentlich gehört dieses Gesetz schon allein unter diesem Gesichtspunkt, diese Gesetze gehören in den Papierkorb. Aber was diese Gesetze auch nicht leisten, und das hat Herr Professor Becker heute eigentlich wunderbar zum Ausdruck gebracht, Albert Camus hat einmal gesagt, es gibt keine Gerechtigkeit, es gibt nur Grenzen. Was heißt das für diesen Fall? Das heißt, der Rechtsstaat erfordert eigentlich, dass klar und bestimmt ist, eine Grenze zwischen dem, was erlaubt ist und was verboten ist. Und bei den Geheimdiensten verläuft diese Grenze zwischen der, das wird zumindest so vorausgesetzt, unerlässlichen Heimlichkeit der geheimdienstlichen Arbeit und der unheimlichen Heimlichkeit eines Geheimdienstes in der Demokratie. Einer Demokratie, die auf Transparenz und offene Auseinandersetzung ausgelegt ist. Also darum geht es. Und ich will jetzt nur mal versuchen,
zu beschreiben, jetzt im Einzelnen, wie diese parlamentarische Kontrolle aussieht. Und dabei, weil das hier schon anklang, auch nochmal darauf hinweisen, dass weltweit unsere parlamentarische Kontrolle als führend gilt. Also das ist so, wenn wir Kontakte hatten mit Delegationen aus anderen Ländern, dann sagten die immer, ja, wir möchten gern euer Gesetz kopieren und möchten gern wissen, wie das ist. Und ich habe ihnen immer einen Gesetzentwurf, den ich formuliert habe, in die Hand gedrückt und gesagt, das könnt ihr alles vergessen. Wenn überhaupt eine parlamentarische Kontrolle funktionieren sollte, dann macht man dies lieber zur Grundlage eurer Überlegung. Ob das irgendeine Wirkung gehabt hat, weiß ich nicht. Aber wie so immer, am Anfang einer Utopie ist eine Idee, also sie muss einfach da sein. Und dann kann man irgendwann hoffen, siehe Bloch, dass sich dann eben aus dieser Idee dann auch tatsächlich Realität entwickelt. Und da fangen wir mal an. Wenn man etwas kontrollieren will, dann ist es eigentlich für jeden logisch, dass man den Gegenstand der Kontrolle einfach kennt. Schlichtes Wissen hat über das, was die eigentlich machen. So, guckt man sich mal an, wie hat der Gesetzgeber dies gelöst? Also die Unterrichtsverpflichtung für diejenigen, die im parlamentarischen Kontrollgremium arbeiten. Im Gesetz steht drin, die Regierung hat umfassend über die allgemeine Tätigkeit der Geheimdienste zu berichten und über Vorgänge von besonderer Bedeutung. Und dann gibt es noch eine Verpflichtung, wenn wir irgendwas wissen wollen, also das Gremium, nicht der einzelne Abgeordnete, das Gremium, dann müssen Sie auch dazu vortragen. Nun stellen Sie sich mal vor, es gibt ungefähr 10.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der drei Nachrichtendienste, die wir haben. Das parlamentarische Kontrollgremium tagt alle 3 bis 4 Wochen. In der letzten Legislatur maximal 3 Stunden. In der Legislaturperiode vorher. Warum? Weil in diesen Gremien auch die parlamentarischen Geschäftsführer der großen Fraktionen sitzen. Die haben aber keine Zeit. Also die schlichte Erfordernis, die haben in der Tat viel zu tun, kann man gar nicht bestreiten, aber aus Prestigegründen bleiben die da drin. Und die sind auch nicht rauszukriegen. Also mir hat einer der Großen mal gesagt, also wenn der rausgeht, dann gehe ich auch raus. Aber solange bleibe ich drin. Das ist die Situation. Das führt dann dazu, dass man dann 3 Stunden Zeit hat, von 14, 14.30 Uhr, dann meist bis 17 Uhr. Das ist völlig absurd, was 10.000 Leute machen, allgemeine Tätigkeit ist eigentlich alles, und dann Vorgänge von besonderer Bedeutung. Was heißt eigentlich besondere Bedeutung? Wissen wir eigentlich, was besondere Bedeutung ist? Das können wir doch eigentlich, ob das rechtlich einwandfrei ist, nur beurteilen, wenn wir alles wissen. Dann können wir wissen, ob der Wertungsakt, besondere Bedeutung, richtig gemacht worden ist oder nicht. Das können wir nicht. Also sind diese Berichtsverpflichtungen nichts anderes als leere Versprechung. Irgendjemand von den Geheimdiensten hat gesagt, das ist so die Märchenstunde für die Abgeordneten. Also das ist auch im Prinzip so mein Eindruck gewesen. Jetzt ist aber die Frage, was können wir denn nun machen? Wir haben ja auch Informationsrechte, indem man also bestimmte Themen anspricht. Da könnte ich Ihnen so sagen, wenn Sie, sagen wir mal, die Arbeitsaktivitäten dieses Gremiums beurteilen würden, müssten Sie eigentlich nur in die Zeitung gucken. Weil die einzige Informationsquelle, die wir dort haben, sind die Journalisten. Also wenn die nichts rauskriegen, kriegen wir auch nichts raus. Und dann sind wir im Grunde genommen der Willkür der Sicherheitsbehörden ausgesetzt, was sie uns erzählen und was sie uns nicht erzählen. Das ist die Situation. Und man kann das ja noch, um also diese völlige Ohnmacht, die jetzt allein schon strukturell angelegt ist, noch zu vervollkommnen, muss man wissen, dass wir keinen Vertreter haben. Man muss wissen, wir hatten bis zur vorletzten Legislatur, also in der ersten Legislatur, wo ich drin war, das war die 16. von 2005 bis 2009, durften wir nicht einmal Mitarbeiter haben. Und ich kann ja sagen, also Bundestagsabgeordnete ohne Mitarbeiter ist so wie Fische ohne Wasser, nicht? Also das funktioniert überhaupt nicht. Und da durfte man nicht mal einen haben. Und dann ist es immerhin gelungen, dass wir zumindest dann eine Änderung des Gesetzes vorgenommen haben. Das haben dann irgendwie auch die Kollegen von der CDU eingesehen und haben gesagt, gut, also ein Mitarbeiter oder vielleicht auch zwei, je nachdem, wie viel Geld die Fraktionen dafür ausgeben wollen. Also es ist nicht institutionell festgelegt, sondern die Fraktionen können dann überlegen, ob sie dafür Geld zur Verfügung stellen wollen oder nicht. Und das Erstaunliche war, dass die Linke, obwohl die ja die Geheimdienste abschaffen wollen, die einzige Fraktion war, die wirklich eine volle juristische Kraft dafür zur Verfügung gestellt hat. Meine Vorstellung wäre gewesen, mindestens 5, davon 3 Juristen und mindestens 2 Informatiker. Also, und den Typus Informatiker und Jurist, den suche ich. Neulich ist mir so ein seltenes Exemplar begegnet. Also wer ein Zweitstudium anstrebt, der anstreben sollte, Sie können sich wirklich hier Verdienst machen.
Verdienste erwerben, denn wir brauchen wirklich diese Verbindung. Und wenn die nicht da ist, dann sind wir eigentlich ohnmächtig, weil wir gar nicht wissen, wenn die uns erzählen, dass es da Programme gibt, die das ausfiltern und so, dann sind wir nicht in der Lage, da kann man sagen, ich bin grundsätzlich misstrauisch, glaubt ihnen das nicht, da ist man, glaube ich, nicht schlecht beraten, wenn man so eine Einstellung hat. Aber wissen tun wir es im Regelfall nicht. Also ich glaube, dass schon diese kurze Beschreibung deutlich macht, dass diese Kontrolle allein schon auf dieser Strukturen überhaupt nicht funktionieren kann. Das kann man anders darstellen. In dem Gesetzentwurf, den ich angefertigt habe, habe ich eben, so wie das juristisch-technisch der Fall ist, sogenannte Regelbeispiele. Also wo im Gesetz ausdrücklich drinsteht, in welchen Fällen die einen zwingend unterrichten müssen. Beispielsweise alle Dienstanweisungen. Weil vieles ist gar nicht im Gesetz geregelt. Der ganze Bereich der geheimdienstlichen Mittel ist nur im Gesetz benannt. Aber wie das Ganze abläuft, nach welchen Kriterien und wie das Ganze einfach dann aus sich vollzieht, wie welche Kontrollmechanismen eingeführt werden, ist alles im Rahmen von Dienstanweisungen geregelt. Also im Gesetz müsste dringend stehen, jede Dienstanweisung neu muss dem parlamentarischen Gremium übermittelt werden. Die ganze Datenübermittlung ins Ausland muss automatisch auch an uns erfolgen, sodass wir das automatisch also gar nicht erst nachfragen müssen oder sonst wie, weil immer wenn man nachfragt, ist es im Prinzip so, da setzt man sich der Gefahr aus, dass man einfach nicht die Möglichkeiten hat, zum Beispiel in die Datenbestände reinzugucken. Ich komme dazu noch, wenn ich die Kontrollmöglichkeiten beschreibe, die wir haben eigentlich, Kraft Gesetzes, und wenn ich ihnen dann beschreibe, warum das nicht funktioniert. Also wir brauchen unbedingt eine klare Konkretisierung, und gerade da ist NSE und auch der Ausschuss hilfreich, auch das, was Snowden vorgetragen hat, nämlich genau überlegt, welche Dinge müssen die von Amts wegen regelmäßig berichten und uns vortragen. Das ist bei den gesetzlichen Formulierungen, die wir zurzeit haben, allgemeine Tätigkeiten und Vorgänge von besonderer Bedeutung, ist das ganz klar, dass das also wirklich eine Konkretisierung ist, sodass wir überhaupt in die Lage versetzt werden, Informationen zu bekommen. Wie können wir noch Informationen bekommen? Wir brauchen natürlich einen Whistleblower-Schutz. Ist völlig klar, Snowden also führt das ja also geradezu einsichtig vor Augen, dass wir einen Whistleblower-Schutz brauchen. Im Gesetz ist eine Regelung drin, dass alle Mitarbeiter der Dienste unter bestimmten Voraussetzungen Eingaben machen können an das Gremium. Der nächste Satz ist, die Abschrift der Eingabe ist der Leitung mitzuteilen. Das ist natürlich, also damit ist das Instrument erledigt. Man kann dann vielleicht auch mal eine anonyme kriegen, aber mit anonym kann man nichts anfangen, weil man nicht nachfragen kann. Also auch das muss unbedingt geregelt werden, da muss ein Whistleblower-Schutz rein und das muss so sein, dass sichergestellt ist, dass die Leute eben anonym bleiben, also welche Mittel man anwendet, um das hinzukriegen. Darüber will ich an dieser Stelle jetzt erstmal nicht reden, weil ich dann meine Zeitkontingente nicht oder überstreite. Was noch wichtig ist, ist, soweit die gesetzliche Regelung jetzt es den Geheimdiensten letztlich überlässt, was sie uns erzählen, erinnert mich das also an einem Strafprozess, wo der Angeklagte den Umfang der Beweisaufnahme bestimmt. Also wenn ich mal, also ich habe ja vorhin von dem prinzipiellen Misstrauen gesprochen, also den Nachrichtendienst die Rolle des Angeklagten zuweise, ist es so, dass die wirklich darüber entscheiden, was wir letztlich zum Gegenstand der Untersuchung machen. Und das geht natürlich nicht, dass es dann immer zum Freispruch kommt, nicht auf der Hand. Also in meiner Erfahrung als Strafrichter, wenn ich da den Angeklagten und dem Verteidiger die Möglichkeit überlassen hätte, nur über das Beweis zu erheben, was die eigentlich wünschen, dann hätte ich nie eine Chance gehabt, überhaupt also ein richtiges Urteil zu finden. Aber wenn es darum geht, wie kann ich Informationen kriegen, brauchen wir auch Zugang zur sogenannten Präsidentenrunde und zur nachrichtendienstlichen Lage. Die Verwaltung hat ja irgendwann mal gesagt, also wir müssen ja auch irgendwie die Geheimdienste kontrollieren. Denn juristisch gesehen, wenn man korrekt ist, kontrollieren wir nicht die Geheimdienste, sondern wir kontrollieren nur die Aufsichtstätigkeit der Regierung über die Geheimdienste. Also das ist eigentlich juristisch präzise das, was wir tun. Und wenn das so ist, ist es eigentlich logisch zu sagen, wie kontrolliert eigentlich die Regierung die Geheimdienste? Also dafür ist ja maßgeblich zuständig das Bundeskanzleramt, also sie sind für
dem BND ausdrücklich zuständig, aber sie sind dann auch für die Koordination der drei Geheimdienste, also MAD und Bundesamt für Verfassungsschutz, dafür sind sie dann auch tätig. Und diese Präsidentenrunde ist eine informelle Runde und die nachrichtendienstliche Lage auch, wo die sich regelmäßig treffen und dann Einzelfälle besprechen, aber auch Strategien besprechen. So, wenn ich eigentlich Kontrolle als Parlamentarier ausübe, muss ich genau da sein, wo die Verwaltung auch Kontrolle ausübt. Das finde ich eigentlich logisch, aber das findet nicht statt. Also das wäre ganz zwingend eine Voraussetzung. Ich darf daran erinnern, dass in unserem Grundgesetz in Artikel 43 ist es so, dass die Regierung jederzeit das Recht hat, bei der Willensbildung des Bundestages dabei zu sein. Also ein Zutrittsrecht zu allen Ausschüssen. Dort, wo wir es mal umgekehrt, ein Zutritt jetzt wir zur Regierung, dort, wo auch nicht Willensbildung stattfindet, aber die Vorbereitung von Willensbildung, dort in diesem Zusammenhang haben wir ein solches Zutrittsrecht nicht. Ob jetzt für die wenigen vielleicht versprengten Juristen, die hier unter Ihnen weilen, der Gedanke kommt, Kernbereich exekutive Eigenverantwortung, hat ja in diesen Tagen bei der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zu den Rüstungsexporten eine entscheidende Rolle gespielt. Also dazu könnte ich einen gesonderten Vortrag halten. Ich bin sicher, argumentativ so gut bewaffnet zu sein, dass dieser Bereich der Präsidentenrunde nicht dazugehört. Wir haben ja damals eine Klage beim BND-Untersuchungsausschuss beim Bundesverfassungsgericht wegen geschwärzter Akten, also es wiederholt sich ja alles. Dazu habe ich mich schon mal kommentierend geäußert, wie das ist mit dem Prinzip der Wiederholung. Also das wiederholt sich jetzt wieder, Zeugen kriegen keine Aussagegenehmigung. Dazu haben wir schon mal erfolgreich geklagt und da ging es auch unter anderem um diesen Kernbereich, dieser nebulöse Begriff der exekutiven Eigenverantwortung. Ich glaube, dass dieses Argument als Gegenargument nicht trägt, den Zutritt zur Präsidentenrunde zu haben. Ja, und wir brauchen noch eins, ich bin immer noch bei dem Problembereich, wie kriegen wir eigentlich vernünftige Informationen, damit wir überhaupt den Kontrollgegenstand, um den es geht, dass wir dem eigentlich gerecht werden können. Und da gibt es eben noch ein oder zwei wichtige Punkte. Es gibt die Möglichkeit, Mitarbeiter der Dienste zu hören. Ich habe immer gefordert, die müssen im Zeugenstatus sein. So wie beim Untersuchungsausschuss kann man auch ins Gesetz reinschreiben, über die parlamentarische Kontrolle, wenn wir die hören, haben sie den Status eines Zeugen. Was heißt das? Sie müssen die Wahrheit sagen, wenn sie sich die Wahrheit sagen, machen sie strafbar. Im Gesetz jetzt selbst steht drin, Sie müssen die Wahrheit sagen, aber steht nicht drin, dass Sie den Zeugenstatus haben. Das ist ein feiner Unterschied. Das eine ist ein schlichter Appell an Beamte, so eigentlich sagt man als Beamter die Wahrheit, daran wird man nochmal erinnert. Aber die Konsequenz wäre, wenn man dort lügt, keine Strafbarkeit. Also ist eine Lizenz zum Lügen. Da könnte man sagen, naja, aber immerhin als Beamter, wenn man lügt und so und dem Parlament gegenüber gibt es ein Disziplinarverfahren. Das ist beamtenrechtlich sicherlich möglich. Wo es da ist es so, die würden ja lügen im Interesse des Dienstes. Und disziplinarher ist der Dienst. Ob der Dienst ernsthaft ein Interesse hat, ein Disziplinarverfahren so durchzuführen mit all den Mitteln, die das Disziplinarrecht bietet, habe ich meine großen Zweifel bei dieser Interessenlage. Und man würde als Parlamentarier im Regelfall auch gar keine Auskunft dazu geben, weil die sagen Datenschutz, also hier ist wirklich Datenschutz, dann unter Umständen Täterschutz. Würden sagen, nein, also da sind Persönlichkeitsrechte von Beamten betroffen und da kriegt man keine Auskunft, weil man ja gern wissen möchte, hat das was gebracht? Wozu ist er denn nachher eigentlich dann dienstrechtlich verurteilt worden? Nicht? Also auch da sieht man, wir brauchen da einfach eine Veränderung, denn wenn der Zeugenstatus, sie haben sich mit Händen und Füßen die Nachrichtendienste natürlich gegen einen solchen Vorschlag gewehrt, weil sie natürlich genau wissen, was das im Einzelfall bedeuten kann. Nicht? Also deswegen muss das unbedingt geändert werden. Und dann gibt es noch einen letzten Punkt, der ganz, ganz wichtig ist, gerade hier im Zusammenhang mit NSA und Snowden. Im Gesetz gibt es eine Beschränkung für Informationen des parlamentarischen Kontrollgremiums, also eine vom Gesetz deswegen vorgenommene Einschränkung. Und zwar können wir nur auf die Informationen und die Daten zugreifen, über die unsere Nachrichtendienste, die unserer Kontrolle unterliegen, die Verfügungsberechtigung haben. Verfügungsberechtigung ist nach der Gesetzesbegründung alles das, was sie selbst generiert haben. Also die gesamten Daten, das ist, würde ich sagen, ist beim BND also ein Riesenaufkommen von den sogenannten Partnerdiensten, unterliegt demnach nicht der Kontrolle des Gremiums. Und Daten, die die bekommen und die sie unter Umständen mit unseren Daten, also die sie selbst generieren, vernetzen und verbinden,
sind damit auch praktisch nicht mehr unserem Zugriff unterliegend. Sodass auf einmal der Kontrollzugriff des Gremiums schon rein theoretisch in diesem Bereich sich, ich weiß auch nicht in welchem Umfang, aber ich würde sagen, bestimmt Umfang von 80 oder 90% reduziert, zumindest beim BND. Das ist aus meiner Sicht juristisch, verfassungsrechtlich nicht haltbar. Warum nicht? Weil ich meine, jetzt juristisch, verfassungsrechtlich, dass es in einer Demokratie keinen kontrollfreien Räume geben darf. Alles muss kontrollierbar sein. Es darf nicht sein, dass ein BND-Mitarbeiter oder ein Mitarbeiter im Ministerium der Regierung mehr wissen darf als ein Abgeordneter grundsätzlich. Das ist also erstmal das Petitum. Und ich will das auch mal juristisch begründen. Also wir haben das Demokratieprinzip. Das Demokratieprinzip lebt von der demokratischen Legitimierung der Handlungsträger im öffentlich-rechtlichen Bereich. Und das bedeutet, dass der Abgeordnete eigentlich, alle Staatsgewalt geht vom Volke aus und sie wird dann ausgeübt in Wahlen, eigentlich derjenige ist, der am Souverän am nächsten dran ist. Wenn wir uns mal so eine Horizontale vorstellen, dann haben wir hier das Volk und dann kommt hier der Abgeordnete. Der Abgeordnete im parlamentarischen Kontrollgremium hat über diese unmittelbare Legitimierung durch das Volk noch eine weitere Legitimierung durch das Parlament selbst, die ihn also besonders qualifiziert, das ist durch das Bundesverfassungsgericht auch so abgedeckt, dass man überhaupt in dieses Gremium nur hineinkommt, wenn man die Kanzlermehrheit hat. Also man muss also mindestens die Hälfte alle Abgeordnetenstimmen auf sich vereinbaren. Also fragen Sie sich, wie wird denn, ich war ja Mitglied der linken Fraktion, also bis Ende 2012, bevor ich dann da ausgetreten bin, wie kann dann überhaupt ein Linker dort reinkommen? Und die Linke ist auch nie reingewählt worden von den anderen Fraktionen, weil die eigenen Stimmen natürlich niemals gereicht hätten, dass man in dieses Gremium kommt. Bei diesem Mehrheitsverhältnis des Bundesverfassungsgerichts hat gesagt, das ist dann halt so. Ich habe das einfach so legitimiert, dass man eben dieses besondere Vertrauen, das an die Person gebunden ist. Und Gregor Gysi hat damals zu mir gesagt, Wolfgang, wir haben noch nie jemanden drin gehabt, aber du bist ein parteiloser Bundesrichter, das wagen Sie sich nicht. Und das war dann offensichtlich auch eine richtige Kalkulation. Und so bin ich in dieses Gremium eben hineingewählt worden. Und das ist jetzt auf dieser Ebene, jetzt bei der verfassungsrechtlichen Betrachtung natürlich ganz wichtig, dass man nochmal diese besonders herausgehobene Vertrauensstellung hat. Und der BND-Mitarbeiter ist eigentlich in dieser demokratischen Legitimierungskette ganz weit hinten angesiedelt. Weil wir wählen dann als Parlament den Kanzler oder die Kanzlerin, die ernennt die Minister und die stellen dann irgendwelche Leute ein. Das ist zwar alles demokratisch legitimiert, aber die Wirkungsmächtigkeit vom Souverän zum BND-Mitarbeiter ist viel geringer als die vom Souverän zum Abgeordneten und dann auch zu dem Abgeordneten in diesem Gremium ist. Und dann soll es so sein, dass einer, der ganz hinten in der Kette steht, mehr wissen darf als der, der vorne drin ist. Und das kann man auch mit dem Kernbereich der exekutiven Verantwortung oder Eigenverantwortung kann man das also nicht erklären und rechtfertigen. Ich glaube also, dass diese Bestimmung verfassungswidrig ist, aber es gibt bisher keine Möglichkeit, rechtlich gesehen, das vor das Bundesverfassungsgericht zu tragen. Das ist das Tragische, weil es bestimmte formale Voraussetzungen gibt, von denen ich meine, und ich habe das lange mit dem wissenschaftlichen Dienst des Bundestages, haben wir darüber viel diskutiert und auch Gutachten gemacht, so wie die Rechtslage ist, zurzeit nicht möglich. Man müsste das Recht ändern und müsste dort dem einzelnen Abgeordneten in dem Gremium die Möglichkeit geben, als eigenes Recht Verletzungen in dem Gremium, also der Rechte des Abgeordneten dort, praktisch im Wege, wir nennen das Prozessstandschaft, entgegenzubringen, überhaupt so etwas vor das Bundesverfassungsgericht zu tragen. Also abschließend, Sie sehen, dass der Gegenstand dessen, was also unser Kontrolle liegt, überhaupt nicht unserem Zugriff unterliegt, tatsächlichen Gründen, aus rechtlichen Gründen, sind wir dort also von vornherein überhaupt nicht in der Lage, Kontrolle auszuüben, weil der Kontrollgegenstand für uns ein unbekanntes Wesen ist, also eine Blackbox. Ja, was für Möglichkeiten, ich bin dann naturgemäß noch nicht fertig, aber ich versuche jetzt, da ich ja den mahnenden Hinweis in der Form des körperlichen Aufstehens erlebe, mich natürlich dieser Mahnung, höflich wie ich bin, nicht zu entziehen, obwohl der Drang von mir eigentlich größer ist. Ich würde vielleicht sagen, Sie wollen ja auch noch Fragen stellen, aber vielleicht verzichten Sie auf die Fragen. Wir können uns einigen, dass ich noch 10 Minuten referiere. Dann wäre das, glaube ich, ein gesunder Kompromiss. Ich glaube, der ist nicht schädlich. Also ich entnehme Ihren Applaus, dass Sie diese 10 Minuten bereit sind, mir einzuordnen. Und ich entnehme auch dem Gesicht des Herrn Moderators, dass er das akzeptiert. Also
ein demokratischer Vorgang. Ja, was haben wir für Möglichkeiten? Im Gesetz sind viele Möglichkeiten festgelegt. Wir können also die Mitarbeiter anhören, mit dem sicheren Wissen, dass die eben relativ gefahrlos die Unwahrheit sagen können. Wir haben Zugriff auf die Daten. Wir können auch Schriftstücke auch im Original herausfordern. Wir können eigentlich auch die jederzeit auch überraschend besuchen. Das klingt alles erstmal gut, aber das müssen wir mal angucken, wie ist die Realität. Alle diese Rechte sind Gremiumsrechte, sind nicht Rechte des einzelnen Abgeordneten, also keine Minderheitenrechte. Das bedeutet, die Mehrheit entscheidet das. Die Mehrheit im Gremium haben die Regierungsfraktionen. Nun können Sie sich vorstellen, in der politischen Realität, dass also die Regierungsfraktionen also wenig Interesse haben, also die eigenen Leute, ich sage das ja mal so buschikos, in die Pfanne zu hauen. Was bedeutet das letztlich? Es herrscht Antriebsarmut. Man kann auch sagen, gesetzlich institutionalisierte Antriebsarmut, in diesem Bereich überhaupt tätig zu werden. Also man kann nur sagen, also wenn die sich wirklich durch die Dienste echt herausgefordert haben und dann irgendwie Restbestände von Abgeordneten Ehre in sich entdecken und sagen, eigentlich sind wir hier zwar Abnickmaschine, aber irgendwie ist das ja mal vom Grundgesetz anders vorgesehen. Wenn also, sagen wir, solche Elemente wiederbelebt werden könnten, und das habe ich in der Tat in der 16. Legislaturperiode beim BND-Untersuchungsausschuss erlebt, da haben wir auch das Gesetz geändert, da sind auch bestimmte Änderungen eingetreten, aber diese Änderungen waren, wie ich finde, von relativ geringer Qualität, aber sie gingen in die richtige Richtung. Also auf so etwas kann man hoffen, dass es irgendwo, sagen wir mal, so eine Toleranzgrenze gibt, wo eben auch die Abgeordneten sich auf einmal einig sind und sich wirklich irgendwie in ihrem Selbstverständnis auch als Kontrollorgan wirklich der Regierung verstehen und nicht irgendwie als Unterstützungsorgan der Regierung. Also wir brauchen deswegen eine gesetzliche Regelung und Änderung, die jedem Abgeordneten diese Kontrollbefugnisse zuweist. Das ist aus meiner Sicht auch verfassungsrechtlich geboten. Also ich halte diese Regelung auch für falsch. Das Bundesverfassungsgericht hat in einer anderen Entscheidung, da ging es um Untersuchungsausschüsse, aber gesagt, dass eigentlich das Wesen in der parlamentarischen Demokratie daran begründet ist, dass das Spannungsverhältnis nicht zwischen Regierung und Parlament liegt, sondern zwischen Minderheit und Mehrheit. Und wenn ich diesen Gedanke für diesen Kontext mobilisiere, dann bedeutet das nichts anderes, als dass eigentlich eine effektive Kontrolle nur stattfinden kann, wenn der einzelne Abgeordnete, oder man kann auch in Minderheiten, das also vielleicht ein Drittel der Abgeordneten oder 20%, wenn die das beantragen, dass dann also auch alle Kontrollmaßnahmen dann auch greifen und umgesetzt werden müssen. Wir haben jetzt die Kontrolle mit Verfassungsrang ausgestattet. Und wenn im Gesetz, im Grundgesetz Kontrolle steht, dann muss denknotwendig diese Kontrolle effizient sein. Und sie ist nicht effizient, wenn sie an diesen praktischen Realitäten scheitert. Also auch deswegen bin ich der Auffassung, dass diese Regelung verfassungswidrig ist. Ja, das nächste ist, das Problem, unter dem ich auch stark gelitten habe, ist, man ist in diesem Gremium drin, aber man darf eigentlich über den Inhalt des Gremiums nichts sagen. Ich sage Ihnen mal so abstrakt, das glaube ich, kann ich ohne weiteres sagen. Ich würde sagen, 90%, vielleicht sogar 95% aller Dinge, die ich dort erfahren habe, sind überhaupt nicht geheimhaltungsbedürftig. Sie sind aber formal eben als geheimhaltungsbedürftig eingestuft, weil die Regierung Herrin des Geheimnisses ist und sie kann also nach den entsprechenden gesetzlichen oder Regelungen, die es dort gibt, ist sie erstmal Herrin des Geheimnisses. Und man müsste dann erstmal einen Antrag stellen, dass also die Einstufung, die sie vorgenommen haben, aufgehoben wird, verändert wird und kann dann vielleicht auch dagegen gerichtlich vorgehen. Aber das zeigt schon, man hat dort keine Chance. Die Regierung kann jederzeit diese Einstufung zurücknehmen. Das ist schon erstaunlich, wie damit variiert wird. Und Sie können sich vorstellen, die Obersätze, um die es geht, also was wie eingestuft wird nach der Geheimschutzverordnung, die eröffnen also jeder, sag mal, Auslegung Tor und Tür. Also das sind letztlich keine Vorschriften im Sinne von Camus, die richtig klar für jeden nachvollziehbar Grenzen setzen, sondern sind in Begriffe Schutz und Bestand der Bundesrepublik Deutschland und so. Also was kann man darunter alles subsumieren, nicht? Also das ist keine Regelung, die in irgendeiner Weise geeignet wäre, hier im Sinne von Camus eine rechtsstaatliche Grenzsetzung vorzunehmen. Und wenn ich jetzt in der Politik eigentlich mein Wissen mit ins Grab nehmen muss, dann ist es für den politischen Prozess völlig untauglich.
Wenn es dann also auch sogar noch ist, das muss man sich vor Augen führen, dass wir ja sogar die Justiz ersetzen an dieser Stelle, dann ist das überhaupt nicht hinnehmbar. Und es gibt in der Tat eine Bestimmung in dem Gesetz, die es ermöglicht, dass man doch bestimmte Dinge in die Öffentlichkeit tragen kann. Allerdings setzt das voraus, dass 2/3 des Gremiums damit einverstanden sind. Da sind wir wieder bei dem alten Problem. Nicht? Also das ist schon ein perfektes System, das sich eben absichert. Man erkennt zwar, also natürlich in der Politik ist die einzige Sanktion, die wirkungsmächtig ist, die Sanktion, dass man eben nach außen eben die Dinge benennen kann. Und wenn man sie nicht benennen kann, ist das im Grunde genommen eine politische Paralyse, die da stattfindet. Nicht? Und die ist eigentlich auch so gewollt und sie ist sogar noch, ist nicht mal eine Mehrheitsentscheidung, sondern eine 2/3-Entscheidung, um da in die Öffentlichkeit zu gehen. Immerhin hat man dort jetzt eine Möglichkeit eingeführt, von der ich meinte, dass sie vorher auch bestand. Die Abgeordneten, die dann nicht, also wenn dann das Gremium an die Öffentlichkeit tritt, dann geben die eine Presseerklärung ab, das hat ja häufiger stattgefunden, gerade während der Snowden-Sachen haben die ja häufiger getagt und haben nichtssagende Presseerklärungen gemacht. Aber da ist es so, dass jetzt immerhin im Gesetz drin ist, dass abweichende Meinungen auch veröffentlicht werden dürfen. Das ist immerhin etwas, deswegen bin ich sicher, dass eigentlich, wenn es mal richtig ernst wird, wird es diese 2/3-Mehrheit nicht geben, nicht? Weil man dann rechnen muss, dass zumindest Ströbele andere Auffassung ist. Und der ist ja da häufig andere Auffassung. Und dann kann er sogar ohne strafrechtliche Verfolgung zu befürchten, also dann darüber auch zu berichten. Das heißt, die anderen müssen jetzt immer sehen, ja, wenn wir die Regierung reinwaschen wollen, dann kriegen wir unter Umständen ein dissenting vote. Nicht? Das ist also durchaus ein kleiner Fortschritt, der eingeführt worden ist. Der reicht aber nicht. Also man kann sagen, wenn eine Sanktion nicht erfolgen kann, dann ist das im Grunde genommen eine nutzlose Kontrolle, dann eine Kontrolle ohne Sanktion ist eben wie ein Wachhund ohne Gebiss. Nicht? Also das ist einfach keine taugliche Kontrolle. Ich bin im Übrigen der Meinung, dass Rechtsbrüche, wenn sie einem bekannt werden, niemals geheimhaltungsbedürftig sind. Die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts ist betrüblicherweise noch nicht so weit. Und ich fürchte nach der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts jetzt zu den Rüstungsexporten, dass das wirklich eine Utopie bleibt, zumindest solange diese personelle Zusammensetzung dort besteht. Also, aber auch da brauchen wir einfach mehr Öffentlichkeit und mehr Befugnisse, in die Öffentlichkeit zu gehen. Insbesondere dann, wenn man sich vor Augen führt, dass nach meiner Einschätzung wirklich die meisten Sachen überhaupt nicht geheimhaltungsbedürftig sind, wenn man sich das so wirklich vor Augen führt. Was ganz, ganz wichtig wäre, und dieser Vorschlag, den hat bisher eigentlich noch nie jemand aufgebracht, obwohl er so naheliegend ist, dann, wenn das Gremium falsch informiert wird oder irreführend informiert wird oder überhaupt nicht informiert wird, obwohl nach der Gesetzeslage eine Verpflichtung besteht, dann muss das strafbewehrt sein. Ich finde es eigentlich total unfassbar. Also wer heute hier bei der BVG ohne Fahrschein fährt, macht sie strafbar. Also wenn überhaupt wäre das maximal eine Ordnungswidrigkeit, aber macht sie strafbar. Aber das Parlament zu belügen, hinters Licht zu führen und so, ist keine Straftat. Also es wäre hochinteressant, wenn man einen solchen Straftatbestand einführen würde, wie dann das Informationsverhalten wäre. Also ich glaube, Sie sollten das überall, das ist ja ein ganz einleuchtender, naheliegender Gedanke, also die Konservativen werden ja nie müde, die wollen ja alles mit dem Strafrecht. Und hier würde das wirklich mal angebracht sein. Denn diejenigen, um die es geht, sind Beamte, nicht? Also, ich bin ja mal eine Woche beim BND gewesen, habe ein Praktikum gemacht, so habe ich das bezeichnet. Und hatte schon den Eindruck, also, das ist so die Struktur eines Finanzamtes, nur unkontrolliert, nicht? Also, da sitzen eben Beamte, nicht? Also, die haben diese Strukturen im Kopf und so, nicht? Aber sie wissen eben, das ist für die der Vorteil, wir werden praktisch nicht kontrolliert, allenfalls von unseren Chefs. Aber es gibt keine Kontrolle durch die Öffentlichkeit, das ist ja ein ganz wesentliches Moment, das findet nicht statt. Und durch die Parlamentarier ohnehin nicht, nicht? Also, der Einzige, der jemals da überhaupt mal vor Ort war, das bin ich bisher gewesen, nicht? Und selbst obwohl ich da war, hätte ja mal irgendeiner der anderen das auch machen können, aber das ist nach meinem Wissen bislang nicht geschehen. Ja, dann will ich zum Schluss noch mal was zum Personaleinsatz sagen. Ich habe das ja vorhin schon angedeutet. Also dieses Gremium wird nie eine Chance haben, also parlamentarische Kontrolle im Sinne einer Rechtskontrolle auszuüben, solange darin nur Politiker sitzen. Also da müssen Richter rein. Also nicht, dass ich meinen Berufsstand da irgendwie in die Höhe hebe. Ich habe da ein sehr kritisches Bewusstsein. Aber es geht ja nur darum, Schadensminimierung zu betreiben.
Und vor diesem Hintergrund bin ich schon der Meinung, dass wir ein solches gemischtes Gremium brauchen. Ich kann nur sagen, beim Bundesverfassungsgericht gibt es auch eine Bestimmung, dass in jedem Senat mindestens 3 Richter sein müssen. Sonst hätten wir nur Professoren und Politiker dort. Ich glaube, das wäre verheerend. Bei den Richtern ist es auch häufiger problematisch, aber immerhin würde ich jetzt so vor dem Hintergrund der Erfahrungen, die ich dort gemacht habe, sagen, also wir brauchen eigentlich diesen Typus dort. Weil die sehen diese ganze Kontrolle als lästige Nebenaufgabe. Sie müssen sich vorstellen, im parlamentarischen Kontrollgremium ist es zwar so, das sagt Ihnen, dass es eine Prestigeaufgabe ist, aber nur formal. Inhaltlich ist das ja für einen Politiker fast ein Todesurteil, denn das Wichtigste, was ein Politiker will, ist reden und in der Öffentlichkeit stehen. Und da darf er das Kraftgesetz ist alles gar nicht, nicht. Also das ist schon eigentlich etwas, was man nicht machen muss. Es wird nur ausgeglichen dadurch, dass die Leute sich da besonders ausgezeichnet fühlen, weil das ja irgendwie mit Geheimdiensten, das klingt immer etwas unheimlich und da ist man da irgendwie dabei. Und wenn man im Freundeskreis erzählt, also ich bin Geheimdienstkontrolleur, dann hat das was. Aber darauf reduziert sich das dann eben nicht auch, nicht? Und deswegen brauchen wir einfach dort eben Leute, die das wirklich als Rechtskontrolle begreifen, weil das im Grunde genommen, ich sag mal, ihre berufliche Sozialisation ist. Also wenn ich, glaube ich, dieses Gremium gekommen wäre zu Beginn, also nachdem ich mein Jurastudium das alles abgeschlossen hätte, dann wäre ich vielleicht genauso, also in diesem Status, also ich will ihn mal als Verwahrlosung bezeichnen, was also die Bezeichnung zum Recht anbetrifft. Also deswegen muss dringend eine solche Veränderung stattfinden. Wir brauchen einfach mehr Mitarbeiter. Auch das ist zwingend. Dazu habe ich schon was gesagt. Und was auch ganz wichtig wäre, und da will ich das abschließen, weil das was juristisch Formales ist. Aber wir brauchen auch Rechtsschutz. Es gibt in dem gegenwärtigen Gesetz eine Bestimmung, in der eine Zuweisung des Rechtsweges zum Bundesverfassungsgericht für den Fall vorgesehen ist, dass das Gremium als solches mit der Regierung über Kreuz liegt. Es gibt aber keine Bestimmung, die vorsieht, wenn der Abgeordnete erstmal, was seine Stellung in dem Gremium da ist, was mögliche Gesetzesverletzungen eben in dem Gremium anbetrifft, also auch was Kontrollrechte anbetrifft. Also auch da brauchen wir eine Zuweisung, dass man solche Rechtsstreitigkeiten vor das Bundesverfassungsgericht tragen muss. Das ist das, was wir hier auch zum Ausdruck kommen. Wir können noch so viel klagen in einem System, in dem wir leben, wo eigentlich das Recht die eine oder andere Richtung vorgibt, müssen wir eben Rechtsschutz sicherstellen. Das ist das Entscheidende. Datenschutz wird eben nur über Rechtsschutz möglich sein. Also die Gesellschaft kann auch viel tun. Da sind Sie als Informatiker auf der rein tatsächlichen Ebene viel besser informiert, als ich das bin. Aber im Kern wird das Ganze eben letztlich über die Gesetze entschieden. Und die Gesetze werden entschieden über die Politik. Und deswegen ist das so unendlich wichtig, dass wir darüber diskutieren, und nicht so ein paar Leute, die da in diesem Gremium waren und im Grunde genommen mit der Verzweiflung nahe waren. Also für mich ist eben Snowden wirklich, also ich finde, kann mit dem Griff Held nichts anfangen, aber also wirklich eine ja, Lichtfigur, weil er die gesellschaftliche Diskussion, dass hier so viele Leute sitzen und dass jetzt auch in meinem Bereich Rechtswissenschaftler wie Becker und so auf einmal da auf die sich äußern und dort diskutieren, vielleicht auch Studenten da beeindrucken oder so auf diese Spur bringen. Das ist ganz, ganz wichtig. Also wir haben zurzeit eine Situation, und dann schließe ich auch ab, eine Situation, in der wirklich das in der Öffentlichkeit ist und das, was vielleicht für mich Utopien sind, dann vielleicht doch die Chance hat, und da will ich dann etwas optimistischer sein, ähnlich wie Constanze auch, dass wir die Dinge irgendwie doch verändern können. Unveränderlich sind sie mit Sicherheit nicht. Vielen Dank.